Wo ist hier noch verdorben? Ich kann nichts erkennen, was hier verdorben wäre. Hier ist doch alles Paletti. Also zumindest so, wie ich das sehe. Hier kriegst du auch noch einen Kranz rein. Wenn es dir dann besser geht. Nö, die Behausung ist verdorben. Was soll das heißen? Ich sehe keine verdorbene Behausung. Ich sehe hier nur schönes Gebiet. So. Hier noch ein bisschen entderben. Und da noch. Und da. So, ist das jetzt zu deiner Genehmlichkeit? Nö. Diese Behausung ist weiterhin verdorben. Warum auch immer. Ich kann ja auch keine weiteren Wände reinsetzen. Oh, doch, kann ich sogar. So. Das mag vielleicht der Grund gewesen sein. Weshalb es diese Behausung nicht mochte. Aber es mag sie ja immer noch nicht. Jetzt vielleicht? Nö! Na, super! Da war noch eins. Ist es jetzt? Nö, die ist immer noch verdorben. Nach wie vor. Und ich sehe nicht wo. Ah, da kümmern wir uns später drum. Ich mache jetzt erstmal den Blutmond. Wir wollen diese Folge noch was Gescheites machen. Wenn schon kein Krankenschwester verließ, dann doch wenigstens Blut. Ja. Hier in der Folge, die ja rauskommen müsste, wenn ich im Urlaub bin. Also, nur damit ihr da mal so Bescheid wisst, ich bin gerade gar nicht da. Ich bin gerade weg. Ja. Und somit kann ich auch nicht groß auf, wenn ihr jetzt hier Kommentare schreibt, kann ich da jetzt auch nicht groß drauf eingehen oder so, aber ja, vielleicht ja schon, weil ich habe ja wahrscheinlich dann Handy und Laptop und alles mit. Also wenn ich mal einen Kommentar kriege, dann sehe ich das auch. Nur ob ich darauf antworten werde, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie häufig ich dann dort erreichbar bin. So, stirb einfach mal. Also ihr alle meine ich damit. So. Hinfort. Was war das denn? So. Ja, aber sonst haben die hier auch nichts Gescheites dabei. Also jetzt, im Sinne von, ich weiß nicht, guten Sachen eben. So. Eieiei, dir geht's aber auch nicht mehr gut. Muss man einfach mal so sagen. So. Einmal weg mit euch allen. So. Dann jetzt nicht wieder irgendwie so ein Skeletron Prime hier. Von selbst. War das nicht irgendwie beim Blutmond sogar?
dass der da einmal gespawnt ist. Oder auch die Zwillinge. Irgendeiner ist auf jeden Fall mal von Natur aus gespawnt. Das weiß ich noch. Das war doch in dem Livestream, wo Ese dann dabei war. Ja, für die Leute, die sich noch dran erinnern. Nein, die Krankenschwester wurde umgebracht. Wer tötet denn eine Krankenschwester? Und vor allem, wieso das konnte die sich nicht heilen? Ich meine, das ist doch eigentlich so ihr Fachbereich, sollte man meinen, dass sie sich zumindest auf dem Gebiet auskennt. Also zumindest wäre so mein Verständnis einer Krankenschwester. Vielleicht irre ich mich da auch. Ich war in dem Bereich jetzt selbst eher weniger tätig, muss man einfach sagen, aber der Name würde das vielleicht doch irgendwo vermuten lassen, sagen wir es mal so. Hier, gib mir das Herz. Alter. Die töten unsere ganzen Bewohner da unten. Das geht ja gar nicht. So. Weg. Und weg mit euch. Yeah, ich habe den 400. Zombie besiegt. Und da haben wir wieder so einen Clown. Was ja das böseste von allen Kreaturen der Nacht ist. Wie man ja bekanntlich weiß. Nicht. Aber egal. So. Hier haben wir noch ein paar von den bösen Kreaturileinis. Kreaturileinis, was ist denn das für ein Wort? Wer denkt sich sowas denn aus? Also ich ja bestimmt nicht. Ja, Geisterrüstung, wo willst du hin? Weg! Und weg! Mit dir! Und weg mit euch allen! Auch mit dir und du natürlich auch noch, weil du besonders geisterrüstungsmäßig bist und deswegen mag ich dich von vornherein überhaupt nicht. Ja. So, hier haben wir noch Geisterrüstung und ich habe hier 150. Geisterrüstung besiegt. Ja. So, den haben wir auch weg. Und euch haben wir weg. Ja, dass hier aber auch so oft der Blutmond auftaucht. Das ist ja fast so schön wie bei Avengers mit den Sonnenfinsternissen. Die tauchen auch alle paar Mal auf. Dazu kommen wir ja auch irgendwann noch, hoffe ich mal, wenn wir dann in 10.000 Jahren endlich mal die Mechanikbosse platt gemacht haben. In Folge 300 oder sowas. Bei meinem Glück. Ich weiß nicht, gehen wir nicht schon auf die, oder sind wir nicht schon an den an Folge 150 vorbei? Ich weiß, oder nee, ich glaube, vorbei sind wir dran noch nicht. Aber ich weiß nicht, wir sind kurz davor zumindest. Soweit ist mir bekannt. Und die Dryade wurde umgebracht. Das geht doch nicht. Man kann auch keine Dryade umbringen. Ich meine, das widerspricht der Logik einer Dryade, meine ich. Die ist doch so kampfmäßig. Ich gehe mal nach hier oben. Andererseits, dann kommen hier wahrscheinlich gleich wieder die Windwürmer vorbei. So. Weg. Einfach mal weg mit euch allen. Ich schleudere einfach mal den Bananarang.
dann sollte das Ganze ja funktionieren. So. Hinfort. Weg. Mit euch allen. Und natürlich auch mit dir, du böses Wesen. Und der Händler wurde umgebracht. Könnt ihr doch nicht einfach alle umbringen. Ich meine, wo kommen wir da hin, wenn hier Leute ankommen und einfach alle Bewohner umbringen? Das widerspricht doch der Logik der Vault hier. Würde ich behaupten. Ist ja doch eigentlich Schützen vor genau sowas. Ja, gut. Ob das hier wirklich eine Vault ist, ist jetzt bezweifelt, aber... Ich nenne es einfach so. Damit habe ich das 300. Dämonenauge umgebracht. Ach, da unten ist dann auch der Blutmond vorbei. So. Und damit schnell stapel ich hier mal eben. Und muss gucken, dass ich vielleicht jetzt das Krankenschwesterzimmer irgendwie fertig kriege. Aber abgesehen von der Tatsache, dass wir noch keine Krankenschwester jetzt haben, weil die natürlich umgebracht wurde. Aber das ist mir jetzt mal Wurst, Alter. Das ist doch nicht zu fassen. Wo habe ich es hingelegt? Da habe ich es hingelegt. Da bin ich 2 Sekunden weg und dann kommt hier schon wieder das böse Zeug. Njärk. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, was kann ich denn noch machen? Die Behausung ist, egal was ich tue, gefühlt verdorben. Aber freuen die sich denn da unten so? Gleich mal umbringen. Ich meine, Gesichtsschleims mag ich grundsätzlich mal so überhaupt nicht. Weil die lustig aussehen, aber nicht lustig sind. Das ist eine ganz blöde Kombination, wenn man mich fragt. Da hilft nur ein schmerzhafter Tod. Ja. So drastisch formuliere ich das mal eben. Was gibt's denn hier alles für Höhlen? Ist das da? Ja, das ist Palladium. Palladium nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, wofür man es nochmal brauchen kann. Wahrscheinlich für gar nichts, aber ich behaupte einfach mal, man könnte es. Ja. Ansonsten weiß ich aber auch nicht weiter. So. Irgendwie gehen mir hier so langsam die Ideen aus, wenn ich bald mal jemand vorbeikommt. Ach, Emerenta. Denken sich solche Namen aus. Ihr Chef. Ah ja, Feuerblute, Pflanzenkasten und so weiter und so fort. Ah. Oh Gott, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Geldtrog. Was heißt eigentlich Status? Let's Play ist 10% heilig und 21% verdorben. Du hast viel Arbeit vor dir. Ach, das hast du ja gut erkannt. Ja. Ich würde sagen, aber an der Stelle gehen mir auch wirklich die Ideen aus, was man jetzt noch tun kann. Da hoffe ich wirklich mal, dass ich DK oder irgendwen wieder zukriege, damit wir hier ganz viel weiterkommen. Und dann irgendwie Planterra und den Moonlord und alle platt machen. Ich weiß auch nicht. Das sind so die langfristigen Ziele. Nach dem Moonlord ist dann ja auch die Staffel vorbei.
und so. Ja, ich will auf jeden Fall sagen, an der Stelle, das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und ciao.